Raum gehabt hat. Ja, hallo erstmal. Ich glaube, das Wichtigste zuerst, Glückwunsch an KSC. Grundsätzlich muss ich sagen, wenn wir die erste Halbzeit sehen, geht sie an KSC. Wenn wir die zweite Halbzeit sehen, geht sie an uns. Ich glaube, wir waren heute nicht in der Lage, uns die klarsten Torchancen rauszuarbeiten. In der einen oder anderen Situation hat man die Unzufriedenheit gemerkt, die ich hatte mit der Führung des Spiels. Sonst muss ich sagen, fand ich, dass meine Jungs gut gearbeitet haben, immer wieder auch versucht haben, sich Richtung Strafraum vorzuarbeiten. Was bis zum Strafraum gut gelungen ist, dann fehlte uns in der einen oder anderen Situation dann die nötige Ruhe, vielleicht auch die nötige Cleverness, um das dann besser auch auszuspielen, weil ich schon das Gefühl hatte, gerade auch in der zweiten Halbzeit, dass das eine oder andere ja, mehr möglich gewesen ist. Grundsätzlich müssen wir mit dieser Situation leben, können damit leben. Ich muss ganz ehrlich sagen, das habe ich auch den Jungs gesagt, auch schon in der Halbzeitpause, dranbleiben, weiterarbeiten ist das Entscheidendste. Immer wieder gucken, dass wir den Gegner unter Druck setzen. Das haben sie gemacht, haben alles probiert. Hat heute nicht gereicht und am Ende muss man auch sagen, dass der KSC verdient vom Platz geht. Dankeschön. Vielen Dank, Christian Eichner. Wie fällt dein Fazit heute aus? Ja, Steffen, zunächst mal danke für die Glückwünsche. Ja, ich glaube, wir haben die ein oder andere Minute heute gebraucht, um ins Spiel zu finden. Der Gegner hat von Anbeginn eigentlich seine gute Verfassung auf den Platz gebracht. Ich glaube, so ein Dosenöffner war dann das 1:0, weil eins ist klar, wenn du gegen Paderborn in Rückstand gerätst, dann wird es nicht nur wie gegen jeden anderen Gegner schwer, sondern mit ihrer enormen Geschwindigkeit im vorderen Bereich doppelt und dreifach schwer, wenn du selber dann mehr an der Kugel sein musst und mehr investieren musst in Richtung gegnerisches Tor. Was mir aber imponiert hat von meiner Mannschaft, dass sie nach diesem Dosenöffner, glaube ich, konsequent versucht hat, das zweite Tor zu machen. Und ja, das ist so der einzige Vorwurf, den ich Ihnen in der ersten Halbzeit machen muss, dass wir nur mit einem 1:0 in die Pause gehen. Wir haben in der einen oder anderen Situation einen Ticken zu umständlich gespielt, nicht brutal genug, dann die Dinge zum Abschluss gebracht, aber ich glaube, in Summe ging das mehr als in Ordnung. Ja, und dann kommt natürlich eine zweite Halbzeit, wo unser Torwart nach gefühlten 20 Sekunden schon zweimal den Ball am Fuß hatte. Das ist meistens kein gutes Signal, war für mich aber keine Überraschung, dass es so eine zweite Halbzeit gibt. Der Gegner investiert mehr, der Gegner nimmt noch mehr Risiko, wir gehen mehr in den Verteidigungsmodus und ja, auf Strecke ist mir, glaube ich, bis auf ein, zwei Aktionen, der Kollege hat es angesprochen, so eine klare Torschance vom Gegner nicht in Erinnerung geblieben und deswegen traue ich mich auch in Summe zu sagen, dass dieser Sieg, glaube ich, über 90 Minuten aufgrund des Chancenverhältnisses verdient ist für meine Mannschaft. Großes, großes Kompliment an dieser Stelle für die Art und Weise, wie sie verteidigt hat, insbesondere in der zweiten Hälfte. Das war schon hohes Niveau. Und ja, zu guter Letzt, und das war der Auftrag an die Mannschaft, Hans, dieser Sieg ist auch an dieser Stelle für dich. Das hast du dir verdient über diese Jahre. Und ich bin froh, dass dir die Mannschaft nicht irgend so einen Geschenkkorb geben musste am Dienstag, sondern heute das ehrlichste Geschenk übergeben konnte. Und das waren die 3 Punkte. Dankeschön. Steffen, euch alles Gute. Dankeschön. Vielen Dank. Dann haben wir noch die Fragen der im Stadion anwesenden Journalisten, die sie per WhatsApp einreichen konnten. Es sind 3 Fragen an Christian Eichner. Zum ersten René Dankert von den Badischen Neuesten Nachrichten. Christian, wieder 2 Gesichter deiner Mannschaft. Was sagst du dazu, dass der KSC offensiv kaum noch stattfand? Ja, ich bin vorbereitet auf diese Frage. Und eigentlich haben mein Kollege und ich vereinbart, dass ich ihm die Frage rüberspiele, aber ich nehme sie trotzdem mal selber in die Hand. Wir sollten extrem demütig bleiben. Und damit meine ich alle, auch die draußen, die immer wieder überrascht sind, dass auch ein Gegner auf der anderen Seite steht. Mehr gibt es von mir dazu nicht zu sagen. 2. Frage, Daniel Gordon, jetzt wieder gesetzte Stammkraft. Weiß ich nicht, sehr gutes Spiel heute, Spiel entschieden, auch davon haben wir genug auf der Position und wir müssen alle sehr, sehr wachsam bleiben. Und schon abschließend Marius Bücher, auch von den Badischen Neuesten Nachrichten. Was war ausschlaggebend, dass trotz klarer Paderborner Überlegenheit die 0 gestanden ist? Ja, wir hatten auch das ein oder andere Spiel in den ersten 3 Wochen, wo wir, glaube ich, mit Fug und Recht behaupten konnten, klar überlegen gewesen zu sein. Da hätte aber der Torwart vom Gegner ohne Handschuhe spielen können, weil wir keine klaren Torchancen damals produziert haben. Und ich glaube, dass die Mannschaft einfach leidenschaftlich verteidigt hat, dass sie inzwischen begreift, dass es keine Schande ist, ganz eng zu stehen, alles zu investieren, dort gut zu sein, wo der Ball am Ende dann auch reinkommt und wo abgerechnet wird. Und es ist nicht einfach. Ich kann es nur alle mal herzlich einladen, jede Woche mal zu kommen, wenn man 10 gegen 7 spielt, wie viele Tore die 10 machen gegen 7 Verteidiger.
nämlich nicht so viele, wie sich das vielleicht für Außenstehende als man sich denken würde. Ja, und deswegen hat die Mannschaft, glaube ich, kaum Torchancen zugelassen und Gott sei Dank auch die Null gehalten.